bin stolz, die erste gewählte regierende Bürgermeisterin Berlins sein zu dürfen. In 800 Jahren Stadtgeschichte wurde es vielleicht auch mal Zeit. Und wir haben den weiblichsten Senat in der Geschichte der Landesregierung. 7 Frauen, 4 Männer. Wir wollen eine gute Politik machen für die Menschen in unserer Stadt, egal wie sie leben, wen sie lieben. Und wir wollen es so tun, dass Menschen hier in der Stadt frei sein können. Und dazu gehört Gleichberechtigung und die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Das ist kein Thema für eine spezielle Verwaltung, sondern alle müssen sich damit beschäftigen. Für uns steht im Vordergrund das Thema Parität, gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in Führungspositionen, das Thema gerechte Bezahlung von Männern und Frauen, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Kampf gegen Gewalt an Frauen und auch die gleichberechtigte Teilhabe an allen Gremien und Entscheidungen, die das Land und die Stadt voranbringen, egal ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft. Deswegen ist es gut, dass es den Frauentag gibt, der eben auch bei uns hier ein Feiertag ist. Das war eine politische Entscheidung und es war eine richtige Entscheidung, denn es ist der Tag, an dem wir uns nochmal vergewissern, wie weit sind wir gekommen in Jahrzehnten von Frauenbewegung und wo müssen wir aber auch hingehen. Und ansonsten wünsche ich natürlich allen Frauen und Mädchen einen wunderbaren 8. März, einen tollen internationalen Frauentag. Genießt es und wir werden weiter kämpfen für die Dinge, die wir noch nicht erreicht haben, aber uns auch ein Stück weit freuen über das, was schon erreicht worden ist. Denn gesellschaftlicher Wandel ist ein immerwährender Prozess, an dem alle viele arbeiten müssen. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann gelingt auch viel. Und dann machen wir uns auf den Weg zu einer gerechteren und freieren Gesellschaft.